Man macht sich natürlich einen Kopf um die fast 300 Personen, die wir versorgen, und versuchen eigentlich einfach weiterzumachen, bis eine Lösung da ist. Wenn ich mir jetzt ständig den Kopf zerbrechen würde darüber, dann funktioniert das System einfach nicht mehr. Costa Casimates macht sich Sorgen um seine Kunden hier im Avolädle. Er und seine Frau kümmern sich seit 14 Jahren mit Leib und Seele um Bedürftige, die am Existenzminimum leben. An zwei Standorten versorgt das Ehepaar gemeinsam mit 25 Mitarbeitern Menschen mit Lebensmittel- und Kleidungsspenden. Doch genau dieses Engagement könnte bald gefährdet sein. Vor ein paar Monaten hat man uns mitgeteilt, dass es 2024 bauliche Umstrukturierung geben wird in Sandhausen und dass ein Umzug auf uns zukommt. Die Kundenzahlen steigen immer weiter, so auch die Kosten. Und die alten Räumlichkeiten werden zu klein. Das Avolädle muss also umziehen. Wohin, ist ungewiss. Costa befürchtet, die Menschen, die seine Hilfe suchen, zeitweise nicht versorgen zu können. Es ist halt schwierig für alle. Ja? Es ist nicht so, dass hier jetzt 100 Gebäude leer stehen, die man einfach jetzt nutzen könnte. Und deswegen muss man mal gucken. Die Hoffnung stirbt zuletzt bekanntlich. Das Ehepaar Casimates selbst hat mehrere Insolvenzen durchgestanden und wird vom Jobcenter gefördert. Umso größer ist dadurch das Verständnis und Mitgefühl für diejenigen, die auf Angebote wie die des Avolädles angewiesen sind. Hier kann man eine IKEA-Tasche füllen für 5 bis 8 Euro, was natürlich im Supermarkt nicht mehr möglich ist. Ne? Und dann sind viele natürlich in der Zwickmühle, wie komme ich jetzt den Monat durch? Ne? Der Bürgermeister ist sich der Problematik bewusst und sichert Unterstützung zu. Eine einseitige Kündigung des Pachtvertrages ist zu keinem Zeitpunkt angedacht gewesen und wird auch nicht stattfinden. Vielmehr sind wir uns mit unserer AWO darüber einig, dass wir die räumliche Situation insgesamt zugunsten der AWO und deren Nutzerinnen und Nutzern verbessern wollen. Wir setzen niemanden vor die Tür, sondern streben gemeinsam eine Verbesserung der räumlichen Situation an. Die Gemeinde Sandhausen und der Gemeinderat schätzen die Arbeit unserer AWO sehr und wissen um die Bedeutung der Angebote für unsere Bürgerinnen und Bürger. Costa ist zuversichtlich, dass die Arbeiterwohlfahrt und die Stadt gemeinsam eine Lösung finden werden. Er blickt optimistisch auf die kommenden Gespräche, für welche eine Sache bei ihm an erster Stelle steht. Jeder tut sein Bestes und wer Hilfe braucht, kriegt sie. Fertig, ganz einfach. Denn auch in Sandhausen brauchen bedürftige Menschen dringend eine Anlaufstelle wie das Avolädle. Auch wenn es wohl bald an einen neuen Ort ziehen wird.